Gott. Hej, är den förvirrade svensklären. Ja, hallå, vi är så förvirrade svensklären. Sorele, ich werde heute noch ein Wort aus meinem Buch hier vorlesen oder Beispiele vorlesen. Es geht heute um ein Verb, äta, essen. Und immer wenn ich das immer habe ich Beispiele für Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur und Imperativ. Für das Futur habe ich nur eine Möglichkeit. Es gibt mehrere Möglichkeiten für das Futur, aber das ist so ein Thema, da muss man ein ganzes Buch schreiben, das wirklich so in Tiefe zu gehen. Ich habe nur ein von die Futurformen. Okay. Dann gehen wir weiter. Jag äter frukost varje dag. Ich esse jeden Tag Frühstück. Jag äter frukost varje dag. Das ist dann der Präsens, also der Gegensatz. Äter. Igår åt jag en smörgås. Gestern habe ich ein Butterbrot gegessen. Und das war der gute deutsche Übersetzung, so wie die Deutschen das tatsächlich würde sagen. Aber wenn man das richtig übersetzt, jag åt en smörgås, dann ist es, ich aß ein Butterbrot. Der Grund ist, dass in Schwedisch es der Präteritum, der dominierende Vergangenheitsform und nicht der Präsens, wie in Deutsch. In Deutsch ist Blödsinn, der Präsens, perfekt. In Deutsch ist perfekt der dominierende Vergangenheitsform. In Schweden benutzt man Präteritum für eine abgeschlossene Vergangenheit. Ich habe diese Butterbrot ja gegessen. Weg ist es, Präteritum. Perfekt wird nur benutzt, wenn es gibt eine Beziehung zum Heute, zur Gegenwart. Komplizierte Sache, da kann man weiter lesen in meinem Buch über Verben, das ich hoffe kommt in ein paar Monaten. Noch zu bleibt. Jag har ätit grönsaker varje dag den här veckan. Ich habe diese Woche jeden Tag Gemüse gegessen. Perfekt. Weil die Woche ist ja nicht vorbei. Ich habe jeden Tag Gemüse gegessen und ich werde das eventuell auch weiter so machen. Jag har ätit grönsaker varje dag den här veckan. In Schwedisch wird perfekt gebildet mit der Haar als Hilfsverb und der sogenannte Supinum. Supinum ist nicht eine eigenständige Verbform, es ist ein Teil von der Verbformen perfekt und Plusquamperfekt. Wir werden auch in dem nächsten Beispiel der Supinum sehen. Aber erst so zum Perfekt. Jag har ätit grönsaker varje dag den här veckan. Okej, okay. Jetzt gehen wir zu Plusquamperfekt. När vi hade ätit drack vi kaffe. Nachdem wir gegessen hatten, tranken wir kaffe. När vi hade ätit drack vi kaffe. Was passiert hier? Hier haben wir einen Plusquamperfekt, hatte, ätit. Plusquamperfekt benutzt man, wenn eine Vergangenheit folgt
ist gefolgt von meiner anderen Vergangenheit, das steht in Präteritum. När vi hade ätit, drack vi kaffe. Jetzt kommer en foto. Jag ska äta frukost imorgon. Morgen werde ich Frühstück essen. Jag ska äta frukost imorgon. Wie gesagt, das ist ein von den vier Formen von Zukunft, das wir entschieden haben. Jag ska bedeutet, das ist mein Absicht. Ska benutze mein beiden Absicht. Es ist mein Absicht, Frühstück zu essen. Tue ich nicht oft, aber sollte ich vielleicht. Jag ska äta frukost imorgon. Und dann kommt zum Ende die Befehlsform. Ät dina grönsaker, är du snäll. Essen Sie bitte Ihre Gemüse. Ät dina grönsaker, är du snäll. Ist deine Gemüse, sei so lieb. Das, dieses sei so lieb ist unsere Bitte. Wir haben keine einzelnen Wörter für Bitte in diesem Zusammenhang. Wir müssen es umschreiben. Är du snäll? Kann du vara snäll och äta dina grönsaker? Sei so lieb und iss deine Gemüse. Schmeckt schrecklich, aber es ist gut für dich. Okej, det var det hela. Ni har säkert frågor. Ni får gärna kontakta mig. Jag lägger som vanligt in en länk till boken i beskrivningen. Benny Fragen har haft er med gärna kontakteren. Entweder über Facebook oder über YouTube. Ich werde auch einen Link legen zu diesem Buch, so ihr könnt das nachgucken. Sonst, am Morgen. Bis länger.